Ja, hallo mit O, liebe Nerdlinger. Heute kann ich euch dank der freundlichen Unterstützung von CrossCult nämlich diesen Band hier vorstellen. Das ist der erste Band der Walking Dead-Reihe als Comic. Nun gibt es seit kurzem auch eine Softcover-Edition des Ganzen. Die Unterschiede möchte ich euch in diesem Video jetzt mal erklären. I am Nerd. Ich habe jetzt mal meine Hardcover-Ausgabe, die ich natürlich schon seit ein paar Jahren im Regal stehen habe, herausgekramt und mit der Softcover-Ausgabe verglichen und stelle euch jetzt eben die Unterschiede vor. Als erstes sieht man natürlich ganz offensichtlich, dass das Cover ein anderes ist. Ja, bei der neuen Softcover-Version handelt es sich nämlich um Original-Comic-Cover, während die Hardcover-Version damals neue Cover bekommen hat. Ansonsten sind die Unterschiede gar nicht mal so groß, wie man jetzt vermuten möchte. Der Story-Inhalt ist nämlich komplett derselbe. Aber um erst nochmal auf die äußeren Dinge einzugehen, ja, wie man sieht, ist das Ganze ein bisschen dünner. Es handelt sich aber um das gleiche Seitenformat. Ja, es ist jetzt nur durch das Hardcover ein bisschen größer geraten. Aber wenn man die Seiten dann mal direkt aneinander hält, dann merkt man, dass das Seitenformat auf jeden Fall gleich geblieben ist. Es wurde etwas dünneres Papier genommen, sodass die Softcover-Version auch so etwas schmaler wirkt. Dazu kommt, dass die neue Auflage sich hauptsächlich auf die Story konzentriert und so ein paar Sachen aus der Hardcover-Ausgabe weggelassen wurden. Wir haben hier noch das Vorwort drin und ein bisschen Werbung am Ende, während wir am Ende der Hardcover-Version noch ein Interview mit Robert Kirkman und Tony Moore haben, welches aber für die neue Version weggelassen wurde. Einen weiteren Unterschied gibt es natürlich am Logo zu sehen. Während wir hier noch das aufwendige Comic-Logo haben, wird bei der neuen Version eben auf einen ganz einfachen Schriftzug gesetzt. Auch auf den unteren Teil der Erstausgabe wurde verzichtet, die dafür gesorgt hat, dass, wenn man alle Bänder aneinander legt, so eine lustige Reihe an Zombies auftaucht. Ja, das passt nämlich von einem zum nächsten Band schön zusammen. Hier findet das Ganze aber nicht statt, weil die wird man sich ja wahrscheinlich auch nicht so wunderschön ins Regal stellen. Von daher lohnt es sich wohl bei der kleinen Ausgabe nicht unbedingt. Der wichtigste Unterschied für Fans, die vielleicht jetzt erst damit anfangen möchten, die Comics zu lesen, oder denen einfach die Hardcover-Bände immer zu teuer waren, die haben jetzt die Möglichkeit, für 8,99 € zuzuschlagen, anstatt für 16 €, oder, wie es seit Band 24 der Fall ist, schon für 18 €. Also durchaus eine wesentlich günstigere Möglichkeit, an die Comics zu kommen. Inhaltlich handelt es sich aber um den gleichen Umfang an Einzelausgaben, die damals in Amerika erschienen sind, dann aber für diese Bände zusammengefasst wurden. Bevor ich aber zum Inhalt komme, möchte ich nochmal diejenigen warnen, die die Comics noch nicht gelesen haben und vielleicht auch in der Serie nicht so Firmen sind, die nächsten Minuten könnten ein paar Spoiler enthalten. Inhaltlich entspricht dieser Band, der Gute Alte Zeit heißt, eigentlich der ersten Staffel der Walking Dead-Reihe. Hier wird eben die Geschichte von Rick Grimes gezeigt, der am Anfang angeschossen wird, im Krankenhaus wieder aufwacht und sich mit der Zombie-Apokalypse konfrontiert sieht. Er macht sich auf die Suche nach seiner Familie, trifft auch am Anfang direkt Morgan und seinen Sohn. Wie auch in der Fernsehserie, also da hat man sich noch relativ treu dran gehalten und reitet dann weiter nach Atlanta, wo er auch Glenn trifft, der ihn natürlich zu den anderen Überlebenden führt, wo er dann seinen Arbeitskollegen Shane, seine Frau Lori und Sohn Carl wieder trifft und natürlich noch einige andere Figuren, die wir auch aus der Serie kennen. Da im Comic natürlich die Figuren Merle und Daryl Dixon fehlen, geht es nach dem Zusammentreffen der Familie nicht auf Rettungsmission, sondern einfach auf Plündertour, da man ja noch Nahrungsmittel und weitere Ausrüstung braucht. Und dabei kommt dann eben die ganze Geschichte so zustande, dass am Ende Zombies das ganze Camp überfallen und es herrscht erstmal ein bisschen Angst und Chaos. Den Höhepunkt findet der Comic am Ende aber darin, dass Rick mit Shane konfrontiert wird und sich dort schon die ganzen Spannungen abbauen und am Ende Shane erschossen wird von Carl, was ja in der Serie eigentlich erst am Ende der zweiten Staffel der Fall ist. Hier ist das Ganze aber schon ein bisschen vorgezogen und Shane ist nicht mehr dabei. Der erste Band umfasst quasi die Comics, die noch von Tony Moore gezeichnet wurden, denn ab dem zweiten Band übernimmt dann Charlie Adler die Zeichnung, der den Job auch bis heute weiter durchführt. Wenn ihr darin jetzt eine günstigere Möglichkeit seht, die Comics euch mal durchzulesen und ein bisschen aufzuholen, was die Unterschiede zwischen Comic und Serie angeht, dann könnt ihr da jetzt natürlich gerne zugreifen. Der Preis ist um einiges günstiger als im Hardcover und von daher lohnt es sich schon nochmal einen Blick da reinzuwerfen. Auch wenn natürlich die erste Staffel der Serie schon lange gelaufen ist und auch die Comics schon einige Zeit auf dem Buckel haben. Aber wer jetzt einsteigen möchte und sich bisher gescheut hat, der sollte das ruhig tun. Das war's erstmal mit meiner kleinen Vorstellung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mir auch einen Kommentar dazu, ob ihr die neue Softcover-Version
auch schon gesehen habt, wie sie euch gefallen hat. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.